So, Ausgangspunkt für das Video war, ohne Muckibude trotzdem erhebliche Kraft zu erlangen. Dabei gibt es einige Grundsätze. Bitte nochmal in den anderen Videos gucken, ich gehe da nochmal drauf ein. Ich kann es leider nicht mischen, deswegen muss ich das jetzt in diesem Fall so zeigen. Und zwar die Grundsätze sind, ich teste meine Maximalkraft. Beispiel, ich will mit dem Bizeps ein Gewicht nach oben heben. Und teste meinetwegen und sage, ich schaffe 25 Kilogramm. Und das schaffe ich nur ein einziges Mal. Danach ist keine Möglichkeit mehr, das Ding hochzuziehen. Dann sage ich, okay, davon nehme ich 80% und das wird mein Trainingsgewicht sein. 25 Kilogramm mal 80 Hundertstel. Machen wir gleich Mathe nebenbei. Jetzt kann man sagen, 25, hier kann ich schon mal Nullen rausstreichen. 8 mal 25. Na, das ist 200 durch 10 ist 20 Kilogramm. Das wäre mein Trainingsgewicht als Beispiel. So, und das heißt, wenn dann gleich in die Vollen gehen, natürlich vorher aufwärmen und so weiter, und dann gleich die submaximale, also fast maximale Belastung wählen, 80% der Maximalkraft, was man also schafft. Hier, das Beispiel habe ich gezeigt. Dann Wiederholungen. Eine Wiederholung ist eine komplette Muskelbewegung. Also, bleiben wir nochmal bei dem Beispiel. Einmal komplett hoch und einmal komplett bis zum gestreckten Arm wieder runter. Also bis hier runter eigentlich. Bis der Arm gestreckt ist. So wäre das dann. So. Und das ist eine komplette Wiederholung. Warum lasse ich jetzt einfach weg, kann ich später nochmal drauf eingehen, ist jetzt nicht das Problem. Und davon mache ich 10 Stück. Ich muss also mein Gewicht, wenn ich merke, oh, da kann ich ja ganz locker 15 schaffen, dann habe ich zu wenig Gewicht genommen. Das Gewicht also so einstellen, da merkt man auch, ob man die submaximale Belastung hat, dass man um die 10 Wiederholungen schafft. 9, 11 oder 12 oder 8, meinetwegen, kein Problem. Also plus minus 2 durchaus. Und wenn ich die 10 Wiederholungen gemacht habe, lasse ich mir eine Minute Pause. Und nach der 1 Minute Pause mache ich das nochmal. Das wäre ein Satz, ein zweiter Satz. Und das mache ich insgesamt dreimal. Dreimal 10 Wiederholungen. Das sind 3 Sätze à 10 Wiederholungen. Sagen die Kraftsportler dazu, Satz. So, pro Muskelgruppe. Ich hatte schon gesagt, beim Klimmziehen, da ist es ganz besonders deutlich, am besten in das Video gucken, da erkläre ich das nochmal. Klimmziehen ist eine sehr komplexe Übung, da nehme ich mehrere Muskeln auf einmal in Anspruch. Dazwischen kurze Pausen, eine Minute. Und jetzt kommt eins der wichtigsten Dinge, mindestens nach so einem Trainingstag einen Tag Pause lassen. Also zwischen den Trainingstagen einen Tag mindestens Pause. Nicht zwei, nicht drei, vielleicht mal zwei, aber einen Tag Pause dazwischen. Das dient dazu, dass der Muskel sich überhaupt erholen kann, überhaupt Kraft aufbauen kann. Ich kenne Leute, die haben es tatsächlich gemacht. 6 Wochen lang haben sie es durchgehalten, jeden Tag wie die Teufel zu trainieren. Was ist draus geworden? Sie waren kaputt. Nach 6 Wochen hatten die keinerlei Motivation mehr. Im Gegenteil, die Kraft ging sogar zurück. Also deswegen, diesen habe ich den rot angestrichen. Nochmal den gesamten Bewegungsspielraum des Muskels nutzen. Ich hatte es schon gesagt. Wenn ich das nicht tue, wenn ich also zum Beispiel beim Klimmziehen mich einmal hochgezogen habe und dann einfach so von oben wieder abspringe, dann hätte ich mir die letzte Wiederholung schon sparen können. Außerdem, wenn ich das nicht mache, verkürze ich den Muskel. Der wird also kürzer und ich kann zum Beispiel den Arm nicht mehr richtig strecken. Oder. Es gibt noch viele, viele, viele wichtige andere Gründe. Negative Wiederholung. Negative Wiederholung heißt, bleiben wir beim Klimmziehen. Ich springe hoch und lasse mich dann ganz langsam von meinem eigenen Körper wieder herunterziehen. Aber nicht mehr als 3 Stück davon machen. Beim Klimmzieh-Video drauf achten, da habe ich das auch erklärt. Damit kann man sogar, obwohl man noch nie einen Klimmzug geschafft hat, ganz schnell die Kraft aufbauen, um wirklich Klimmzüge zu kennen. Noch was, die Funktion des Muskels ist wichtig. Einfach mal im Biobuch nachgucken oder woanders. Ich kenne Leute, die denken, ihren Bizeps zu trainieren, indem sie Liegestütze machen. Dabei strecke ich doch den Arm und nehme den Brustmuskel. Wenn ich den Arm strecke, ja, dann macht der Bizeps, das ist der hier, dann macht der Bizeps gar nichts. Wenn ich den Arm strecke, dann muss ich das mit dem Trizeps tun. Der Bizeps selber hier, ich mache den mal jetzt hier blau, so, der Bizeps, das ist der, der den Arm krümmt. Der Trizeps ist der, der den Arm streckt. Das kann man am besten austesten, indem man mal seinen Arm anfasst und entsprechende Bewegungen macht und merkt, ah, jetzt muss ich der Muskel anstrengen. Dann funktioniert das. Noch was als Grundsatz, also ich habe es für mich so gemacht, ich kenne viele Leute, die gehen, naja, lassen wir das. Ich mache immer Ganzkörpertraining, das spart erheblich Zeit. Wenn ich den ganzen Körper einmal durchtrainiere, an einem Tag, und das dauert nicht länger als eine Stunde, dann
habe ich einen Haufen Zeit gespart. Es gibt Leute, die gehen bei und sagen, heute mache ich nur Rücken, morgen mache ich nur Bauch. Ja, vielleicht sind die gerne im Fitnessstudio, haben ein feuchtes Zuhause oder sowas. Der Nutzen der ganzen Quälerei, der dürfte auf der Hand liegen. Nicht, dass ich nur mich eher ans Turnen heranwage, sondern der Nutzen liegt vor allem darin, es sieht auch besser aus, als wenn man so schlaff und anders daherkommt. Noch was, wenn ich Ganzkörpertraining mache, dann bevorzuge ich folgenden Ablauf. Das hat auch ganz bestimmte Gründe, gehe ich noch drauf ein. Ich trainiere zuerst die Beine, dann den Rücken, dann den Bauch, dann die Brust, dann die Schultern, dann die Arme und dann den Bauch. Warum zuletzt den Bauch? Komme ich gleich drauf. Wenn man sich die Masse der Muskeln eines Körpers anguckt, haben die Beine die meisten, dann kommt der Rücken, dann kommt die Brust, dann kommen schon die Schultern und dann die Arme und der Bauch kommt eigentlich noch hier nach Brust. Aber der Bauch, Bauchmuskeltraining beansprucht das sogenannte Sonnengeflecht. Sonnengeflecht ist praktisch da, wo so das Brustbein aufhört. Wenn ich viel Bauchmuskeltraining mache, drücke ich also auf die Nerven des Sonnengeflechtes und bin total tot und kaputt. Wenn ich aber total kaputt bin, dann kann ich nicht mehr die anderen großen Muskeln effektiv trainieren. Deswegen macht man Bauch hinten dran. Zu den Beinen. Die Waden kann man zum Beispiel trainieren, indem man sich auf die Zehenspitzen stellt. Wenn einem das zu leicht ist, weil wir das ja eigentlich am Tag öfter machen, dann stellt man sich nur auf einem Fuß, mit einem Fuß auf die Zehenspitzen und schon hat man doppelte Belastung. Zu den Beinen gehören auch die Beinstrecker. Da geht man eben in die Hocke und macht mit Kniebeugen die ganze Sache wieder wett. Die Technik und so weiter, kann ich später nochmal drauf eingehen, kommen wir dann auch nochmal drauf, aber jetzt in diesem Video nicht. Der Rücken, mal gucken, bei den Klimmzügen, da wird der Latissimus besonders angesprochen. Die Brust wird durch Liegestütze angesprochen. Da lieber ruhig mal 50 Stück machen hier. 50 Stück. Wenn man so weit kommt, dann hat man einigermaßen den Brustmuskel trainiert. Ich sagte eigentlich 10 Wiederholungen, aber ich finde es persönlich nicht so schön, wenn die Brustmuskeln aussehen wie, naja, wie aufgeblasen. Also ich finde es nicht schön, deswegen eine straffe Brustmuskulatur. Das geht auch für Mädels und Damen. Die können auch Liegestütze machen. Wie man das leichter macht, gibt es genug Anregungen. Komme ich auch noch drauf. Die Schultern. Schultermuskulatur ist die Oberarme anhebt. Der Unterarm hängt ja bloß dran. Hier ist die Schultermuskulatur. Warte mal, nehmen wir das hier. Das ist für die Schultern. Und die heben nur den Oberarm an. Der Unterarm hängt eigentlich praktisch mit dabei. Für die Arme, also für Bizeps und Trizeps, entsprechende Curls. Einfach im Internet nachgucken, bis ich hier vielleicht was eingestellt habe. Auch genauso Bauchmuskulatur. Spreche ich zwar auch mit an. Und noch was, um dann mal die hohe Schule und die schöne Schule zu sehen. Calisthenics, das Wort setzt sich, es kommt aus dem Griechischen, Kalis, gut, und Tenos, der Muskel, also schöne Muskeln, so könnte man es vielleicht frei übersetzen. Das ist dann die hohe Schule und da gibt es ganz schicke Übungen. Einfach mal gucken, das Wort bei YouTube eingeben, das lohnt sich. Viel Spaß beim Trainieren und es ist leichter, als man denkt. Und man braucht kein Geld auszugeben für Fitnessstudios. Es gibt so viele Spielplätze, es gibt so viele Bäume, die irgendwelche Äste haben, wo man sich dranhängen kann. Es gibt den Boden, den Teppich, es gibt alles Mögliche. Da ist viel genug zu machen und bei Calisthenics seht ihr, die Leute brauchen kein Fitnessstudio. Und was es bewirkt, sieht man auch. Gut, ich sag nochmal, viel Spaß beim Trainieren.